So, hallo und willkommen zurück. Da ist mein Spiel gerade abgestürzt, kommentarlos, keine Ahnung warum. Ich bin jetzt bis hierher kurz nochmal gelaufen. Ich glaube, hier ist es abgestürzt, hier ist das letzte Gornest. Jetzt gucken wir uns hier nochmal kurz um, bevor wir das in Angriff nehmen. Wie sieht es mit der Kettensäge aus? Die Kettensäge ist einsatzbereit. Hier kommen wir raus. Die Türen werden sich sicher bald schließen. Hier gibt es soweit nichts zu tun. Hier ist noch die andere Tür. Also wenn wir Glück haben, können wir hier raus, aber wahrscheinlich eher nicht. Das heißt, der einzige sinnige Weg ist eigentlich dann der Rückzug hier nach oben. Okay, dann gehen wir das mal an. Oh, hi. Da haben wir die Kettensäge bereit gehabt. Okay. Das war's schon. Interessant. Ich dachte jetzt. Okay, ich dachte jetzt ehrlich gesagt, es wird ein bisschen. Jetzt ist hier die Tür aufgegangen. Es wird ein bisschen enger. Okay. Secrets. Zwei Secrets haben wir nicht gefunden. Aber es geht hier auch noch ein ganzes Stückchen weiter, so wie es aussieht. Health Station, okay. Also hier haben wir nichts übersehen, denke ich. Ne, hier haben wir soweit alles gut. Dem Panzer zählt das als Secret hier? Möglich. Okay, da sind wir ja fast. Vielleicht können wir da nochmal zurücklaufen. Ah, das war aber ein ganz schön Stück. Naja, so scharf bin ich jetzt auf die Secrets auch nicht. Und auf den einen Punkt, den es dafür gibt. Was haben wir denn jetzt hier eigentlich noch übrig? Waffenpunkt? Drei Waffenpunkte. Was können wir damit machen? Hier haben wir noch keinen Aufsatz für die Plasma Rifle. Hier. Bigger Boom können wir hier machen. Auch nicht schlecht. Explosion Size. Ich glaube, das machen wir mal. Ich benutze die Shotgun ja so oft. Sehr gut. Okay, hier ist jetzt grün. Schauen wir mal, was hier jetzt weiter passiert. Vielleicht sollten wir mal auf den Plasma Rifle wechseln. Hier fliegt erstmal alles in die Luft. Okay. Okay, kritisches Level bei der Kerntemperatur. Hier müssen wir sicherlich. Hier gibt es jetzt sicherlich irgendwas zu bekämpfen. Wir gucken einfach mal. Hier können wir nicht rauf. Hier ist irgendein Terminal.
Nein! Ach, Mist. Okay, trotzdem noch den richtigen Erwisch. Sehr gut. Da ist mir der Imp genau in die Kettensäge gelaufen. Es war ein Unfall. Oh. Ich schwör's. So. Was haben wir hier noch? So ein Kollegen. Okay. So. The core temperature is now stabilized. Sehr gut. The primary control room has been activated somewhere nearby. It could be Olivia. Okay, das heißt Control Room ist irgendwie aktiviert worden, beziehungsweise angemacht worden. Oder angemacht worden, ja. Gutes Deutsch. Aktiviert worden und Entschuldigung, wenn ich jetzt gerade nicht so viel geredet habe, aber man musste sich jetzt doch ein bisschen konzentrieren. Da hinten ist noch irgendwas, wo wir gar nicht drin waren. Hier haben wir noch einen Armor Shard. Hier liegt vielleicht noch irgendwas rum. Ne? Mehr. Okay, dann haben wir soweit alles eingesammelt. Ja, health-mäßig stehen wir gar nicht so schlecht da. Jetzt gehen wir nochmal zurück. So, der Control Room wurde jetzt freigeschaltet, aber muss man wahrscheinlich irgendwo von außen hin. Hier, oh, was liegt denn hier noch? Ah, okay, da haben wir jetzt nochmal Ammo bekommen für die Assault Rifle. Die ist übrigens mit den Upgrades recht gut zu steuern und zu benutzen. Ich glaube, oben ging es weiter. Oder? Ja. Okay, schauen wir mal. Hier geht's weiter. Hier geht's weiter. Checkpoint, sehr gut. Oh, der letzte Elite Guard. Level. Praetor Token und wir haben jetzt auch schon die Maximum Anzahl an Monstern getötet, für die wir Waffenpunkte kriegen. Das heißt, hier ist. Ah, hier geht schon nicht mehr weiter. Das ist gut. Hier vielleicht noch ein letzter Kampf oder so, oder war es das jetzt? Hier geht's noch weiter. Kann man da hin? Gar nicht? Okay. Shutter. Ah, hi. Authorization. Olivia Pierce. Alpha 4. 0. 2. She has locked me out, Dr. Hayden. She is trying to tear open the portal between our world and theirs. Was bestimmt nicht so gut ist. Für die Dämonen natürlich. Hey, mich interessiert dein Benimmt nicht.
You could not have saved them anyway. Okay, ich hab sie also, ich hätte sie eh nicht retten können. Ja, das ist eher schlecht. Ich kann mich jetzt auch nicht einfach hier hinterher bewegen. Das ist der Dramaturgie des Spiels geschuldet. So, jetzt. Oh, was? Erstmal nichts mehr sehen. Ganz schön dunkel jetzt gewesen. The system won't allow anyone but Olivia to override it now. We will have to shut down the Argent Tower manually from the surface. Okay. Wir müssen also wieder an die Oberfläche. Okay. Das heißt, wir haben insgesamt 2 Secrets verpasst. Eines ist wahrscheinlich tatsächlich diese Rüstung. Aber das andere... Weiß jetzt nicht, was das hier hinten für ein Anhängsel ist. Okay. Ja gut. Curbstomp, da fehlt uns leider auch einer. Die Challenge haben wir auch leider irgendwie nicht hingekriegt. Okay. Dann, jo. Haben wir dieses Level geschafft. Ohne Absturz, das war wahrscheinlich mal, weiß nicht, entweder ist mein Kracker heiß gelaufen oder mein Windows hatte gerade keine Lust mehr auf Quake. Auf Quake sag ich schon, auf Doom, Entschuldigung. Ja, es kommt mir echt vor wie Quake 4, Entschuldigung. Also die Parallelen sind echt frappierend, aber teilweise, aber... Ja, nichtsdestotrotz, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir den Argent Tower entgegensteuern. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, habt Spaß und ja, bis denne, euer Akta.